Unsere Welt ist ja schon sehr gut vernetzt und es gibt sehr viele Produkte aus allen Ländern in jedem Land zu kaufen. Die Geschmäcker sind aber auch regional verschieden, weshalb es einige Produkte auch nicht wirklich über den großen Teich geschafft haben. Ich stelle dir in diesem Beitrag ein paar Lebensmittel vor, die man in den USA nicht kennt und andersrum. Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Christian und in Sachen Lebensmittel immer für dich da. Da kommt man also in einen Walmart und ist total geflasht, wie viele Sorten oder auch Mengen es dort von allem gibt. Wenn du zum Beispiel Barbecue-Soße kaufen willst, musst du dich nicht zwischen 4 Sorten entscheiden wie bei uns, sondern hast die Wahl aus 40 Soßen verschiedener Sorten diverser Hersteller. Kaum zu glauben, dass man dort nicht auch alles kaufen kann, was es in Deutschland gibt. Was also ist hier völlig typisch und in den USA gänzlich unbekannt? Das erste Produkt ist Malzbier. Bei uns auch lange Zeit Kinderbier genannt, sonst auch gern als isotonisches Sportgetränk beworben, trinken viele Deutsche gern mal ein Glas des herbsüßlichen Malzdrinks zum Essen oder gar mit Bier gemischt in geselliger Runde. Vielleicht gibt es den einen oder anderen internationalen Lebensmittelmarkt, wo es angeboten wird. Habe ich aber nicht mal bei Jungle Jims in Ohio gesehen. Und die haben schon eine Riesenauswahl. Was die Amis hingegen oft und gerne trinken, ist Root Beer. Im gut sortierten Getränkeladen findet man mittlerweile zwar auch in Deutschland mal ein paar Dosen davon, meistens sind diese aber auch schon staubig, weil das süß-scharfe Getränk bei uns nicht wirklich Anklang findet. Wo wir aber schon mal bei Jungle Jims und argwöhnischen Getränken sind, komme ich gleich auf das nächste Produkt. Oder besser gesagt, die nächsten Produkte. Nämlich gibt es einige wenige Hersteller, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Sodas, also Limonaden, in den verrücktesten Geschmacksrichtungen zu erzeugen und abzufüllen. Keine Ahnung, wie gut diese verkauft werden und ob sich das wirklich für einen Produzenten lohnt. Ich war zu feige und außerdem zu geizig, mir eine Limo mit Ranch Dressing Geschmack zu kaufen. Außerdem findet man daneben auch Senf, Peanut Butter and Jelly, Bacon, Pfirsichsahne oder Maislimonade. Warum wir die nicht in Deutschland haben, ist mir ein völliges Rätsel. So eine Zwiebel-Met-Limo wäre doch eine tolle Idee. Apropos Met, das würden Amis nicht einfach so essen, denke ich. Die sind ja kulinarisch für alles zu haben, aber bei Met hört der Spaß auf. Rohes Schweinefleisch? Nein, das tut sich in den USA keiner freiwillig an. Überhaupt kennen Amerikaner wenige Wurstsorten, die hier gang und gäbe sind. Leberwurst, Blutwurst und Teewurst kennt man dort überhaupt nicht. Fleischsalat habe ich da auch noch nie gesehen. Vielleicht sollte ich Metzger werden und auswandern. Obwohl, da muss ich ja vielleicht auch noch nebenbei Dinge anbieten, die sie eh schon kennen und lieben. Wie Chicken and Waffles als Beispiel. Gibt's dort schon länger als die USA selbst. Und es ist auch tatsächlich das, wonach es sich anhört. Belgische süße Waffeln, belegt mit knusprig gebratenem Hähnchen, dazu wahlweise Bratensoße oder eine Kugel Vanilleeis mit Zimt. Oh, und was Zimt angeht, kennen wir schon wieder manche Sachen nicht. Klar gibt es auch hier Crepe oder Milchreis mit Zimt und Zucker, Zimtschnecken oder Cinni-Minis. In Amerika hat man aber noch mehr Produkte mit Zimt, wie Zahncreme, Zahnseide, Butter, Zahnstocher und natürlich Limonade. Dass man so auf Zimt abfahren kann, dann aber keinen Lakritz mag, finde ich ungewöhnlich. Denn so weit voneinander weg sind die zwei Sachen ja nicht. Etwas verwirrt war ich von diesen Erdnussflips, die durch ihr Design ausdrücklich auf die USA hinweisen. Hier schreibt man extra noch drauf, American Style. Dabei gibt's die dort gar nicht. Nicht die großen und auch nicht die kleinen. Erdnussflips sind Amerikanern komplett unbekannt. Käseflips haben sie auch. Und Käsebällchen. Hier im Hosentaschenverband. Eine weitere deutsche, Delikatesse kann ich es nicht nennen. Bin mir nicht mal sicher, ob Lebensmittel der richtige Begriff dafür ist. Na, jedenfalls ist Esspapier bei uns schon lange auf dem Markt. Deutlich länger als Backzutat in Oblatenform, als in dieser Variante zum Naschen. Kennt kein Ami, haben die noch nicht mal ansatzweise. Wenn man im Motel ein Frühstück bekommt, ist es zu 95% sicher, dass dir Grape Jelly als Brotaufstrich angeboten wird. Traubenmarmelade ist in den USA der Hit und gehört zusammen mit Erdnussbutter aufs Brot. Peanut Butter and Jelly, kurz PB&J,
kannst du auch problemlos überall bestellen, genau wie ein BLT, was für Bacon, Lettuce and Tomato steht. Dahinter in Klammern noch das Sandwich gedacht. Hier gab es ja früher auch mal so Bezeichnungen wie CPM an der Pommesbude, Currywurst Pommes Mayo. Pommes mit Mayo essen auch ca. 0% der US-Amerikaner. Was ich mir drüben häufig kaufe, sind Getränkepulver. Ist noch nicht so lange her, dass es auch hier Quench, Albona Quick oder C-Frisch zuletzt als Frä verkauft gab. Im Unterschied zu Deutschland haben die Amis aber von vielen Produkten auch eine zuckerfreie Variante. Gut, ob die Süßstoffe da drin jetzt gesund sind oder ganz das Gegenteil, darüber kann man natürlich streiten oder es auch lassen. Jedenfalls gibt es davon diese Kartons, worin sich jeweils 10 so kleine Tütchen Getränkepulver finden lassen, die man sich beispielsweise im Restaurant ins kostenlos erhaltene Eiswasser gibt und ein leckeres Erfrischungsgetränk erhält. Eine letzte Süß- oder Saurigkeit fällt mir noch ein, nämlich Brause. In den USA gibt es wohl diese Knall- oder Knisterbrause, aber alles, was wir von Frigeo kennen, gibt es bei denen nicht. Und nicht mal was Vergleichbares, soweit ich weiß. Ich mag ja voll gerne den sauren Puffreis und die Brausebrocken. Die Ahoi-Brause finde ich persönlich gut zum Schlecken, als Getränk jedoch mal wieder Geschmackssache. Mehr ist mir jetzt nicht eingefallen, obwohl es sicherlich noch dutzende weitere Dinge gibt. Aber ich betreibe diesen Kanal ja noch weiter und kann jederzeit nachlegen, sofern mir danach ist. Ich bedanke mich für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Über Kommentare, Abos und Likes freue ich mich immer, also tu dir keinen Zwang an und hilf meinem Kanal beim Wachstum. Hier an meiner Seite gibt es noch andere Themen, aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Tschüss!